Moin Moin, liebe Freunde der Rauten Perlen und des HSV, wir melden uns mal wieder mit dem Tagebuch von Tom Mickel. Es ist Tag 4 hier im Trainingslager und ja, heute war es nur ein halber Tag bislang. Die zweite Hälfte des Tages ist jetzt vorüber, der Abend bricht herein und Tom, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du denn in den ersten freien Stunden in diesem Trainingslager für dich schon, was habt ihr gemacht? Wir waren mit Morten Behrens und Fiete ab, wollten wir kurz zum Supermarkt, weil Fiete kein stilles Wasser mag, sondern er wollte richtig nur mit Sprudel. Kohlensäure, oder? Ja, nur mit Kohlensäure. Und er sagte, komm, wir gehen kurz herum und danach wollte ich um 15 Uhr an den Strand. Dann wurden wir rausgelassen an so einem ganz kleinen Shop, der hatte da irgendwie nur drei Sachen. Dann wollten wir zum richtigen Supermarkt, sind, glaube ich, eine Stunde oder so durch die ganze Stadt hier geirrt, ja, bis wir an einem Hotel rausgekommen sind, die uns noch einen Shuttle ermöglicht haben, zum Supermarkt zu kommen. Also wir haben dann auch alles gefunden, aber waren zwei Stunden unterwegs. So hat sich und der Supermarkt, das kann man, muss man dazu sagen, der ist ja theoretisch, also vom Sportplatz, also vom Trainingsplatz, ist er fast fußläufig erreichbar. Ist nicht so weit weg, nein, aber wir hatten da leichte Probleme, das zu finden. Die Orientierung gefehlt. Ja. Aber hatten wir einen schönen Fußmarsch noch. Siehst du, ein bisschen walken, also ja, man könnte ja dem Trainer sagen, ihr wart walken, ihr wolltet euch nochmal ein bisschen ausgelaufen sozusagen. Auslaufen von dem. Wobei man muss ja auch sagen, dass das Vormittagstraining, ich habe es auch im Blog schon geschrieben, dass das drehte sich heute mal wieder so ein bisschen um die Basics. Also es waren eigentlich so die ganz einfachen Dinge, Pässe spielen, Annahme, Ballverarbeitung, direktes Weiterspielen und dergleichen. Also eigentlich wirklich das Einmaleins des Fußballs. Ich glaube, dass das auch, und so habe ich zumindest gedeutet, dass das so ein bisschen der Unzufriedenheit vom Trainer geschuldet ist. Dass er gesagt hat, er fand das Spiel gestern, sagte er ja auch, ein wenig unsauber im Passspiel. Er hat immer wieder moniert, dass hier der Pass nach vorne nicht klar genug gespielt wurde. Und merkst du das auch, dass der Trainer ein bisschen unzufrieden ist mit der Entwicklung bislang? Dass es noch nicht so vorangeht, wie er es sich vorstellt? Ja, also ja, man merkt schon, dass er halt viel Wert darauf legt, weil wir einfach in dem Spiel auch und vorher auch in dem Training, was wir den Tag davor hatten, sehr unsauber gespielt haben, viele einfache Bälle, vermeintlich einfache Bälle, einfach zum Gegner gepasst haben oder mit der falschen Schärfe zu unserem Mitspieler gepasst haben. Und dadurch gehen halt Situationen auch verloren, das hat er uns auch so gesagt. Und deswegen haben wir heute einfach, ja, heute Vormittag war es viel für die Feldspieler, viele erste Kontakte, saubere Ballmitnahme, einen ordentlichen Flug bei Spielen auf den Punkt. Ja, und das sind die Basics, aber die braucht halt jeder. Das muss jeder gut können und eigentlich gerade wir Profis auch aus im Schlaf eigentlich. Sollte man eigentlich können, sollte man beherrschen. Könnt ihr ja normalerweise auch, aber es hat halt in den letzten Wochen nicht so geklappt. Deswegen hat der Trainer es wohl nochmal einstudiert, um euch auch zu zeigen, Leute, ne, wir müssen nochmal ein bisschen da anfangen, wo es einfach ist. Und dann bauen wir darauf auf. Für euch als Torhüter, ihr habt ja Paralleltraining gemacht. Heute war es ganz interessant zu sehen. Nico Stremler hat wieder so ein, zwei verschiedene Module mit eingebaut da und unter anderem natürlich dann auch wieder mit dem Tennisschläger und den kleinen Tennisbällen. Ja. Das ist gar nicht so leicht, glaube ich, ne? Wenn da einer aus 10 Metern, 15 Metern mit dem Tennisball so in die Ecke spielt, da ranzukommen, oder? Ja, der Tennisball ist ein bisschen kleiner, den muss man dann wirklich mit der ganzen Hand treffen oder genau treffen. Beim Fußball hat man eine größere Fläche, die man irgendwie noch erreichen kann. Vorher haben wir noch mit den Tennisbällen so kognitive Sachen gemacht, hochwerfen, über Kreuz fangen, solche Sachen. Also kognitive Geschichten. Ja, genau, solche Sachen, das ist nicht so ohne, muss ich sagen, da habe ich auch immer wieder meine Probleme, aber er bringt das halt rein, dass einfach der Kopf immer wieder was anderes bekommt, anderen Input und das macht aber Spaß trotzdem. Ja, und dann haben wir danach gesehen, nach dem Training heute, also nee, Quatsch, der Reihenfolge nach. Dann gab es ja am Ende noch so eine Passübung. Die Passübung führte dann am Ende zu einem Abschluss. Ja. Und der Abschluss war dann auch mit der Brust annehmen, glaube ich. Und dann aus der Luft musste der Body verwandelt werden. Genau. Gab es da eine Anzahl von Toren, die fallen müssen, bis ihr Schluss machen durftet? Oder? Naja, der Coach hat das am Anfang relativ offen gelassen, aber hat dann halt meistens nach 3-4 Minuten gesagt, okay, jetzt 2 Tore. Ja. Das hat er dann meistens auch nach unten korrigiert und gesagt hat, okay, ein Tor reicht auch. Es sind nicht so viele Tore da, ne? Nee, es ist natürlich auch... Was natürlich unbedingt an den starken Torhütern liegt, ist ja klar. Nicht an den schwachen Abschlüssen, sondern... Nein, aber im Ernst, die Abschlüsse waren natürlich dann nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ja, es war natürlich eine Flanke mit einem schwachen Fuß von ganz außen auf den 16er zurück und vom 16er den Ball hochlegen und dann direkt schießen. Das ist schon anspruchsvoll, muss man wirklich sagen. Und die Flanke, es kommt alles auf die Flanke an, auch auf einen selber, wie man den Ball dann mitnimmt. Aber es ist, da sind nicht 4 Tore gefallen. Wir hatten wirklich da gerade mit schwachem Fuß die Bälle so hinzubringen, hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, aber das Ziel war am Ende dann immer ein Tor zu schießen.
Und es gab großen Jubel. Ganz am Ende, als das letzte Tor fiel. Ja, es gab ganz kurz, wer hat das Tor gemacht? Du hast das, glaube ich. Du musst es doch nicht jetzt. Doch, es war doch ein Tor. Du hast es. Nee, warst du nicht. Holler hat mitgemacht heute im Feld. Holler ist weg. Der durfte heute mitmachen im Feld. Ach, so. Also, er hat keine Bälle gehalten, durfte heute im Feld mitspielen. Und ja, da war natürlich, nachdem sie 10 Minuten oder 15 Minuten die Übung gemacht haben, wollten sie natürlich auch irgendwann noch die Läufe machen. Ja. Wollten. Wollten sie natürlich alle. Und ja, dann hat Paul eine gute Flanke gekriegt, einen guten Kontakt gehabt, dann reingehauen und dann war natürlich großer Jubel, dass das Thema jetzt erstmal für heute vorbei ist. Aber nicht gegen dich, hoffe ich, oder? Nee, ich war leider da, nicht da. Also, Morten, Morten hat den reinbekommen, kann ich jetzt mal so sagen. Hast du denn auch mitgemacht? Hast du selber auch Abschlüsse? Nee, es war nur, genau, Morten und ich haben uns abgewechselt im Tor und Paul sollte heute noch ein bisschen ruhig machen. Und ja. Nun gab es ja dann auch diese großen Läufe, also einmal um das Quadrat, das sind zur Erklärung, das sind zwei Spielfelder nebeneinander, auf dem einen trainiert ihr, das andere steht leer und ihr macht dann immer den großen, das große Quadratlauf, der da. Warum machen die Spieler dort Läufe auf ein gewisses Tempo, also es war ja ein relativ gleichbleibendes Tempo, aber diese Tempoläufe und ihr Torhüter dürft austragen, warum ist das? Ich habe das als Spieler schon nie verstanden, dass der Torhüter, der ist dann immer locker rumgezappelt da und konnte austraben und sowas und wir haben noch ein paar Tempoläufe gemacht. Ja, das hat einen einfachen Grund und zwar ist morgen der Tag für die Spieler, wo die Torschuss machen. Morgen soll viel Torschuss sein. Ja. Das ist für die Spieler dann so eine Belastung, wo sie wahrscheinlich gar nicht richtig sprinten, sondern alles in moderatem Tempo machen. Für uns ist aber die anstrengendste Einheit. Ja. Also wenn wir 150, springen, wenn wir 150 Torschüsse kriegen, ist das für uns natürlich schon eine enorme Belastung. Und deswegen ist heute der Tag bei uns gewesen, dass wir auch da das Training ganz normal mitgemacht haben, aber 20 Minuten ausgelaufen sind, weil wir morgen, denke ich, dann einfach viel auf die Hütte kriegen und dass wir dann morgen müssen wir halt Vollgas geben. Okay. Apropos Vollgas, wir müssen uns natürlich noch eine Wette einfach. Hast du schon irgendwas oder soll ich nochmal? Nee, mach du nochmal. Ich muss mir noch was überlegen. Weil du gerade sagtest, morgen Torschüsse. Torschüsse sind immer schön. Da kann man immer messen, wie viele Tore fallen und dergleichen. Wählen wir mal einen Stürmer aus. Du hast die Wahl zwischen Pierre-Michel Lasogga und Fiete Arp. Wen nimmst du? Für was? Jetzt? Erstmal wählst du einen. Danach sage ich dir, wofür. Okay. Dann nehme ich mal... Ich nehme mal Fiete Arp. Fiete Arp. Okay, dann nehmen wir Fiete Arp. Dann zählen wir... Sag du mir, wie viele Tore er morgen schießt. Bei der Schussübung. Wir nehmen nur die Schussübung. Das ja, Abschluss aber nehmen das nicht ist, dazu. Die Schussübung. Nehmen wir mal, ich weiß ja nicht, welche Form wir machen. Ich auch nicht. Prinzipiell. Ich auch nicht. Wir haben die gleichen Bedingungen. Und du weißt es sogar noch mehr, weil du vielleicht eine Ahnung hast. Ich nicht. Was wir machen? Aber das ist nicht so einfach vorher zu sagen. Weil ich weiß nicht, wie lange wir es machen. Dann machen wir es anders. Wir konkretisieren es nochmal auf Tore gegen dich. Gegen mich? Gegen dich. Wie viele Tore macht Fiete Arp morgen gegen dich? Kann man an einer Hand abzählen, sage ich. Das ist ja viel. 5 ist auch viel. Ja, aber weißt du, wie oft die schießen? Ja, hallo. Hm? Ja, hallo, wie oft schießt du im Spiel? Und das sind auch nicht alles Tore, also bitte. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, der Trainer macht manchmal Sachen, das ist schon relativ nah. Das ist schon, der Anspruch sinkt hier schon. Ich merke das schon. Es geht hier alles so langsam. Nee, aber das gibt Gruppen und ich weiß nicht, die Torhüter wechseln. Wir zählen nur die Schüsse außerhalb des 16ers, es zählt kein Schuss. Außerhalb des 16ers. Ja, dann drin ist Quatsch, das machen wir nicht. Macht er einen. Einen macht er, okay, dann nehme ich 2. So. Und wenn ich näher dran bin als du, habe ich gewonnen. Okay. So, Wetteinsatz? Wetteinsatz, der Verlierer muss 50 Liegestütze machen. 50? Ich habe heute Morgen gerade Liegestütze gemacht, habe ich gerade erzählt. Ja, ja. Mir bricht die Schulter auseinander. Mir ist egal, du kannst auch 50 Crunches machen. 50 Crunches, sehen, okay. Dann darf ich mir auch noch einen Wetteinsatz ausspielen. Also dann, wenn ich verliere, wenn du gewinnst, muss ich 50 Liegestütze machen? Oder Crunches? Oder kannst Crunches du auch Hockstrecksprünge machen? Ja, Hockstrecksprünge, genau. Ich mit meinen Knien. Das sieht geil aus dann. Nee, okay, dann nehme ich das und ich würde sagen, du gehst dafür dann morgen für Fiete Arp los und holst ihm Kinder Bueno. Irgendwoher. Irgendwoher? Ja. Vom Platz aus vielleicht. Wenn das als Kinder mitkriegt, da gibt es Ärger. Das gibt Ärger? Nee, dann machen wir es lieber nicht. Das wollen wir nicht. Die Süßigkeit? Ärger. Nee, Ärger soll es ja nicht geben. Nee, da müssen wir uns das anders verantworten. Dann lasse ich mir was einfallen und wir machen dann gleich nochmal Konferenz, wenn wir hier fertig sind. Und ich schreibe es im Blog, was dann der Wetteinsatz ist. Okay. Ja? Dann mach das. Alles klar. Sehr schön. Nein. Ich drücke dir die Daumen, dass du möglichst viele Dinger reinkriegst morgen. Von Fiete. Fiete ab. Natürlich. Denk nicht dran, hau ihm die Dinger in den Kasten. Ja, Fiete ab, guckt natürlich auch jedes Mal das Tagebuch. Ich bin mit ihm auf Zimmer, also ich werde ihn heute nochmal instrumentalisieren, dass er... Ja, der macht einen schönen Deal wahrscheinlich, ne? Naja, wenn er keine Tore schießt, gibt es Ärger von unserem Headcoach. Also, ja? Da gibt es Ärger vom Chef. Klar, dann guckt er hin, er will spielen, ne? Also muss er Tore schießen.
Ja, die Wetten, das ist ja noch so ein Thema gewesen. Wir hatten ja gesagt gestern, wenn du diesen Aufkleber, wir hatten dir hier einen wunderschönen Raupenperlenaufkleber mitgegeben, wenn du den Aufkleber bei Louis Holpi auf der PlayStation platzieren kannst, wenn du das schaffst, dann hast du den Schuhputzkram da erledigt, dann würde das wegfallen. Und ich muss ja leider sagen, so leid es mir tut und so weh es tut, du hast es gut gemacht, du hast es hinbekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich gut sehen kann, aber wir werden es euch noch versuchen reinzuschneiden. Also Tom Wickel war da, hat bei Louis Holpi den Aufkleber direkt auf, ist das auf dem PlayStation-Zeichen direkt drauf? Ja, oder? Natürlich, direkt draufgeklebt. Ich wusste nicht ganz genau, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe... Wie rum das ist, ne? Ja, habe ich erst so ein bisschen Probleme gehabt, aber ich glaube, ich habe es dann richtig rum aufgekriegt. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Es passt und ich hoffe, dass es immer noch drauf ist. Ich werde es dann, auf dem Rückfluss sind wir ja schon nicht mehr dabei, aber wir werden es nochmal kontrollieren, dann, ob es am Ende immer noch drauf ist. Mal gucken. Ich bin gespannt. Umso besser wäre es ja. Erfolg. Also, die Wette hast du gewonnen, in Anführungsstrichen. Da hast du das Schuheputzen von Pollersbeck hast du gut umgangen. Und morgen zu null. Musst du nicht. Morgen zu null, gar keine Chance. Da erwarte ich, dass du mit Fiete absprichst und dass du ihn richtig heiß machst. Ne? Also, ja. Ne? Fiete kann gerne auch ein kleines Video schicken und sagen, Leute, ich verspreche euch, ich mache mindestens zwei. Dann wird das sofort mit reingeschnitten heute. Und dann. Morgen Scholle, ich habe von eurer schwachsinnigen Wette Wind bekommen. Dass der Tommy wirklich denkt, der kassiert kein Ding von mir? Nur eins, hab ich gesagt. Eins. Eins war meine Wette. Ein Ding, ja gut. Auch wenn ich dich sehr gerne sehen würde bei den 50 Sit-Ups, aber wir haben jetzt gesagt, dass wenn ich mehr als ein Tor schieße, dann muss Tommy direkt nach dem Training mit voller Montur hier in den eiskalten Pool springen. Und ich glaube, das sehen wir beide mindestens genauso gern. Also ich werde dich nicht enttäuschen, wir werden sehen morgen. Okay, Wette steht. Ja. Wie ist Fiete drauf so an sich? Gestern war es natürlich wieder ein sehr undankbares Spiel, auch für Pierre-Michel Lasogga vorne. Die beiden hatten da nicht allzu viel. Ja, Fiete war heute auch kaputt, muss man sagen. Also die Läufe zum Schluss waren nochmal, das waren glaube ich 3x 1000 Meter. Ja. War nochmal ein schöner Abschluss. Sonst, ja, die wollen halt Tore schießen, die Jungs. Brauchen viele Bälle und ich glaube, morgen wird eine geile Einheit für die. Ja, das glaube ich auch. Drücken wir die Daumen, ne? Dass es schön wird und vor allem, dass du viele Dinge von Fiete reinbekommst. Also Fiete, hau rein, mach die Dinger. Ich zähle auf dich. Und natürlich zähle ich auch auf euch. Morgen wieder. Wir melden uns morgen wieder mit Tom, wie er dann hier den Wetteinsatz einzulösen hat. Und bis dahin euch allen alles gut. Bis bald.